Hallo zusammen. Nach meinem Duos- und Team-Bot-Test nun das Ganze in Solo. Ich werde in der ersten Runde relativ offensiv spielen, also möglichst wenig bauen und gucken, ob ich Bots erkennen kann. Da es mich interessiert, ob Epic sein Versprechen wahrgemacht hat und jetzt weniger Bots auf der Map sind. Viel Spaß dabei. War jetzt nicht wirklich erkennbar, ob das ein Bot war. Der Gegner war relativ gut ausgerüstet mit Material und Moon. Meistens haben die Bots ganz wenig Munition dabei, also in dem Fall ist es schwer zu sagen. Also das wird jetzt wahrscheinlich ein Bot gewesen sein, denn er hat nur einmal zurückgeschossen, hat mich getroffen. Ich muss mich also heilen. Obwohl, er beobachtet mich jetzt. Also doch kein Bot. Echter Spieler. Kein Bot. Ich habe zwar schlecht getroffen, er hat noch schlechter getroffen. Jetzt beobachtet er mich. Also hundertprozentig war das jetzt kein Bot. Mal gucken, was der nächste Gegner so ergibt. Die Grafik zwar leicht geleckt, aber das könnte ein echter Spieler sein, der nur eine Wand gebaut hat. Komischerweise verteidigt er sich nicht. Jetzt leckt es wieder. Dreimal zurückgeschossen. Das ist die Wahrscheinlichkeit groß ist. Bot. War aber relativ gute Waffen und vor allen Dingen
Sniper und Minis. Das ist ungewöhnlich für einen Bot. Und weiter geht's. So, noch 10 Gegner, aber mal gucken, wer da noch so alles kommt. Da unten springt jemand. Ist von hier aus nicht erkennbar, ob es ein Bot ist. Weil der Gegner da unten aber nicht wild die Wände zerkloppt hat, wird das ein echter Spieler sein. Bin mal gespannt, ob der jetzt hier hochkommt. Ich habe ja High Ground. Die Zone wird wahrscheinlich gleich noch ein bisschen nach Osten wandern. Also muss dieser Spieler hier hochkommen. Ja, das wird kein Bot sein. Außer Bots können jetzt rückwärts laufen und rückwärts Schrägen bauen. Das ist ja ungewöhnlich. Schauen wir mal. Jetzt müsste er eigentlich hochkommen. Dummerweise habe ich die Tankstelle schon zerschossen. Da kommt der nächste Gegner. Baut nur eine Wand. Nicht getroffen. Könnte ein Bot sein. Knapp vorbei. Wieder vorbei, gibt es doch nicht. Aber die beiden bekämpfen sich da unten. Sturm kommt. Die Zone wird länger, ich stehe ganz gut. Das gibt es doch nicht. Gar nicht getroffen. Ah, er schießt zurück. Das ist wahrscheinlich kein Bot. Ich höre was bauen. Baue ich über die Hochsteps. Zu spät reagiert. Und das ist auch kein Bot, denn ich kann ihn beobachten. Und weiter geht's. In dieser Runde werde ich jetzt ein bisschen defensiver spielen und auch mal etwas bauen. Obwohl ich nicht so Bob der Baumeister bin. Guck mal, ob das einen Unterschied macht und wie viele Bots hier kommen. So, das erste könnte ein Bot gewesen sein, das zweite definitiv nicht, weil er mich weiter beobachtet hat.
gefühlt würde ich sagen, das war ein Bot, denn er hat sich ja so gut wie nicht verteidigt und ist unter der schrägen Treppe, ich sag mal, blöd stehen geblieben. Was das da vorne gibt, könnte ein Bot sein, eine Treppe, nee, doch Treppe. Nee, das war kein Bot, definitiv, kann ich beobachten. Und so würde mich ein Bot, glaube ich, nicht killen. Nächste Runde. Diesmal gemischt. Defensiv, offensiv. Guck, ob das einen Unterschied macht. Ich bin gespannt. Das sah jetzt nicht nach Bot aus, denn ich glaube kaum, dass Bots anonym spielen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Bot so clever ist und durch den Fahrstuhl schafft, durch das kleine Loch zu schießen. Für Steps, mal gucken, was das ergibt. Oh, da hätte ich jetzt gedacht, dass ein Bot ist. Warum springt derjenige in den Fahrstuhl? Schaffen, lässt sich dann auch treffen und verschießen. Aber er guckt mir zu, also kein Bot. Das hätte ich nicht gedacht. Probieren wir das Ganze mit der Falle doch nochmal. War nämlich anders. Vielleicht läuft ja noch einer rein. Tatsächlich, es hat geklappt, hätte ich nicht gedacht. Nur es war jetzt auf die Schnelle nicht erkennbar, ob das ein Bot oder ein echter Spieler war, da er mir nicht zuguckt. Machen wir ein bisschen Party. Locken Spieler an. Nochmal klappt das bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, einmal zum Tarnen das Ganze.
Vielleicht kommt ja noch einer. Ah, da kommt keiner. Ich muss mich aber langsam beeilen und Richtung Zone gehen. Keiner mehr kommen, also ab in Richtung Zone. Jetzt Schaden bekommen, aber das waren jetzt beides keine Bots, denn beide haben bzw. gucken wir zu. Muss ich aber langsam Gas geben, sonst wird das hier nichts mehr.
Kein Wort erbaut. Das war ordentlich. Jetzt nicht, das ist schwer zu sagen. Ich vermute aber auch, das war kein Bot. Gewesen sein, denn er hat sich nicht gewehrt und ist auch nicht weggeschwommen. Das heißt, für mich jetzt, Epic hat an manchen Stellen noch Bots eingebaut, aber das meiste sind scheinbar jetzt wirklich echte Spieler, auch wenn ich jetzt hier nicht im Arena-Modus bin. Das war auch kein Bot, obwohl es zuerst so aussah, aber er hat gut zurückgeschossen, hat sich verteidigt und fing dann an, mich zu pushen. Und jetzt beobachtet er mich auch noch. Noch 6 Gegner, gucken, was das noch so gibt. Ich habe das Gefühl, dass da einer im Gebüsch sitzt. Aus. Der scheint zu kommen. Oh, komm. Ziehen kann er auch. Ja. Ich kann ihn auch weiter beobachten. Also echt. Noch eine Testrunde und dann ist gut. Also bloß auf, dass du nicht abgeschossen wirst. Aha, im Gebüsch. Habe ich mir doch gedacht.
dieser letzten Testrunde werde ich jetzt wieder ganz offensiv spielen, ohne zu bauen, außer es geht nicht anders. Ich gehe davon aus, dass das wieder so eine Mischung sein wird wie die letzten drei Matches in Solo. Kaum oder quasi keine Bots. Und das gefällt mir ganz gut. Dass man jetzt ab einem gewissen Level, weil es ja keiner sagen kann, wie hoch der Level sein muss, nur noch gegen echte Spieler spielt. Wenn man nur gegen echte Spieler spielen will und sicher sein will, dass man überhaupt keine Bots mehr hat, dann muss man Arena-Modi spielen. Ich verpiesel mich mal. Und hoffe, dass ich jetzt nicht gleich wieder in den Kampf verwickelt werde, sondern erst später. Einmal geschossen, eine Schräge gebaut und das war's.
zurück, und zwar richtig. Und hat gemacht. Ich sag das schon mal tschüss.